Es ist großartig, wie viele Menschen 60 plus im Land sich wirklich für unsere Gesellschaft einbringen, mit ganz viel Engagement, Spaß und Elan. Menschen sind, wenn sie mit 60, 65, 67 in den Ruhestand, in die Pension gehen, oft noch so fit, dass sie noch etwas machen wollen. Und da bietet sich das Ehrenamt natürlich an. Da werden die Menschen auch gebraucht und können dort ganz viel mithelfen, dass unsere Gesellschaft funktioniert und beieinander bleibt. Ich habe mir Flüchtlingshilfe angeschaut, Sprachunterricht, aber auch ein Mentorenprogramm, wo ältere Menschen Kinder aus Familien einen Nachmittag zu sich nehmen, gemeinsam Schularbeiten machen, Ausflüge machen. Jetzt hier das Mehrgenerationenhaus. Also unglaublich viel an Lebendigkeit und an Alltag, der nur dadurch funktioniert, dass die Senioren und Seniorinnen kräftig mit anpacken. Was mir überall gesagt wird, ist, dass Ehrenamt eine hauptamtliche Struktur braucht, die als Dach darüber liegt. Das ist die Aufgabe der Politik, Land und Kommunen, dass wir sicherstellen, dass Ehrenamt sich auch lebendig vor Ort entfalten kann, weil ein Hauptamt da ist, was mitorganisiert, mithilft, aber auch im Rahmen von Fortbildung, Weiterbildung dort wirklich Hilfestellung gibt, wenn es dann auch mal ein bisschen schwieriger im Alltag wird.